Bitcoin hat den Krisentest bestanden durch den Abverkauf der deutschen Wallet. Was jetzt passieren wird, das analysiere ich dir in diesem Video hier. Ja, das deutsche Wallet hat ja für Furore gesorgt. Die hatten rund 50.000 Bitcoin, die sie ja beschlagnahmt haben. Also das Bundeskriminalamt in Sachsen, glaube ich, war es. Die haben das beschlagnahmt. Sprich, 50.000 Bitcoin waren da drauf. Und alle hatten dann Angst, ja, jetzt geht Bitcoin auf Null, weil die alles auf den Markt schmeißen, oder? Und ja, fair enough, der Markt ist nach unten gegangen, weil die natürlich extrem aggressiv auch diese Bitcoin verkauft haben. Aber der Markt, ganz ehrlich, hat sich so schnell erholt, ist jetzt wieder direkt über 60.000 Dollar hochgesprungen. Und warum das die Deutschen gemacht haben, ob das sinnvoll war und so weiter, das ist nicht Teil dieses Videos, weil da kann man sich darüber streiten. Man kann hier natürlich auch sagen, ja, die mussten es verkaufen aus Grund XY, da gab es auch Geschädigte, die mussten ausbezahlt werden und so weiter und so fort. Ob sie das einfach aus Dummheit gemacht haben oder ja, was da auch immer so die Theorien sind, auch von den Bitcoinern, ja, ist doch dumm, man hätte das besser behalten müssen und so weiter. Ja, es gibt da Gesetze, Regeln, vielleicht hätte man das anders regeln können, aber wie gesagt, um das geht es eigentlich nicht. Das absolut Kranke für mich eigentlich an dieser Situation ist Folgendes. 50.000 Bitcoin sind innerhalb von Wochenfrist quasi auf den Markt geschmissen worden. Die wurden direkt abverkauft. 50.000 Bitcoin in Milliarden-Dollar-Betrag sozusagen auf den Markt geschmissen und nichts ist groß passiert. Es gab einen kleinen Dip. Ich hoffe, du hast den auch ausgenutzt, oder? Aber nicht viel ist passiert, weil die ganze Liquidität wurde durch die ETFs und Privatkäufer und OTC-Deals und so weiter, wurde diese Liquidität wieder aufgefangen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das im Sommer. Du siehst, wir sind jetzt hier auch draußen unterwegs, ein bisschen Sommerwetter genießen. Und weil der Sommer ist eigentlich immer, sag mal so, Juli geht gerade noch so, aber August, September dann, das sind so die schlechtesten Monate historisch gesehen, auch für die Rendite. Und die abverkaufen sozusagen die Wallets in den Sommer rein, wo sonst schon nicht viel läuft, nicht mega viel Liquidität da ist. Und das zeigt für mich einfach ganz klar die Stärke von Bitcoin, die Stärke dieses Marktes hier. Ja, und auch, wo der Markt hingehen könnte, also das massive Potenzial, welche die Leute halt sehen, sprich die Leute, die in die ETFs investieren oder auch Privatinvestoren, Firmen und so weiter, die diese Bitcoin abgekauft haben, sozusagen die Liquidität aufgefangen haben. Und ich glaube, dieser Dip, den wir gesehen haben, dieses Abtauchen unter die 60.000, wo wir jetzt ja wieder drüber sind, aber dieses Abtauchen, das war eigentlich mehr so diese Angst der Leute, oh, jetzt kommen 50.000 Bitcoin auf den Markt, oh, das ist schlecht, jetzt muss ich verkaufen, sonst weiß ich was, oder? Und das sind genau diese newsgetriebenen Ängste, die wir immer wieder sehen im Markt, die einfach, ja, wie soll ich sagen, völlig sinnlos sind, die News zu tracken und darauf zu reagieren. Das sagen wir unseren Kunden immer und immer wieder. Und wir haben unseren Kunden zum Beispiel auch gesagt, dass sie unbedingt Leverage-Positionen aufbauen sollten, jetzt, wenn wir Richtung 50.000 runtergehen oder dazu mal. Und das haben wir auch gemacht, oder? Ich hoffe, du hast es auch gemacht und stehst nicht noch immer an der Seitenlinie. Aber wie gesagt, darum geht es eigentlich gar nicht so. Sondern die Frage ist, was passiert da jetzt? Warum finde ich das so spannend? Man hört ja immer wieder, Bitcoin ist tot. Die Finanzdienstleister werden es verbieten, die Banken, die Staaten werden es verbieten. Nein, wir haben jetzt seit dem 1. Juli haben wir Klarheit in der EU mit der MiCA-Regel, also mit der Regulierung für die Markets in Crypto Assets, heißt ja MiCA, M-I-C-A abgekürzt. In der Schweiz haben wir schon längere klare Regulierung. In den USA sehen wir das jetzt auch mit dem, sage ich jetzt mal, ja, heftigen Thema, was wir am Wochenende gesehen haben mit dem Anschlag auf Donald, oder dem versuchten Anschlag auf Donald Trump. Und der Markt hat da direkt auch wieder darauf reagiert. Das sehen wir jetzt auch, dass wir über 60.000 hochgehen und so weiter. Aber wie gesagt, die Frage ist, was passiert da jetzt? Wie ist meine Einschätzung? Wie schätze ich das ganze Thema ein? Nochmals, ich finde es wirklich absolut geisteskrank, dass der Markt in dieser Situation jetzt hier diese Liquidität absorbiert hat. Stell dir mal vor, wir sind dann in einem Bullenmarkt, in Bitcoin ist noch größer oder wird noch größer mit der Zeit und wie krass dann eigentlich die Liquidität in diesem Markt vorhanden ist. Das heißt, der Markt wird nicht mehr auf Null gehen, Bitcoin wird nicht mehr auf Null gehen und das hat es uns jetzt ganz klar gezeigt. Das ist mal der erste wichtige Punkt. Wie wird das auch weitergehen? Wie gesagt, mit dem Attentat am Wochenende auf Donald Trump wird das aus meiner Sicht so weitergehen, das haben wir kurzfristig gesehen. Es gibt positive Effekte auf dem Markt, weil die Leute rechnen damit, dass Donald Trump jetzt 100% zum Präsidenten wird und dadurch ein positiver Effekt auf die Märkte kommen könnte.
nicht nur für die Kryptowährung, nicht nur für Bitcoin, sondern auch für die Aktienmärkte. Und das wird jetzt hier oder wurde kurzfristig jetzt eingepriesen. Wir werden es über die nächsten Wochen, Monate sehen, wo das hingeht. Aber on the long term, und das ist ja das Wichtige, was du verstehen musst, der Markt wird nicht mehr verschwinden. Die Liquidität ist da, die Finanzdienstleister, die ETFs, all diese haben gezeigt, dass sie Bitcoin aufkaufen möchten im großen Stile. Das haben wir jetzt erlebt durch diesen Abverkauf des deutschen Bitcoin Wallets. Und das ist das absolut Wichtige, was du verstehen musst, das Big Picture, wo dieser Markt hingeht. Und dieser Markt wird nicht mehr verschwinden. Und das war wirklich sehr, sehr schön jetzt zu sehen. Das heißt, löst dich auch von diesen ganzen News, überall handeln zu müssen, ah, jetzt kommt dieses Wallet, dann kommt Mt. Gox und all diese Themen, das brauchst du alles nicht. Sei langfristig investiert mit langfristigen Strategien, nutze genau solche Phasen wie diesen, ja, diesen Angstzustand am Markt aus, das ist wichtig. Und zusammengefasst, Bitcoin hat einen weiteren Krisentest deshalb bestanden und das mit Bravour aus meiner Sicht. Der Markt wird weiterhin wachsen. Und dank klarer Regulierung, was ich auch erwähnt habe, größer und größer werden über die nächsten Jahre. Das hat es für mich jetzt ganz klar einmal mehr gezeigt. Und wenn du jetzt immer noch an der Seitenlinie stehst, wir haben unten unseren Finanzbooster verlinkt. Das ist ein kleiner Online-Kurs. Wenn du noch an der Seitenlinie stehst, einfach mal schnell fundiert verstehen möchtest, welche Chancen es gibt für dich bei den Kryptowährungen, um was es geht bei den Kryptowährungen, vielleicht auch im Vergleich zu Aktien und so weiter, dann hol dir jetzt unseren Finanzbooster. Link und alle Informationen findest du unterhalb verlinkt.